Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht um spezielle Polygone. Polygone sind Vielecke und wie im Namen schon drinnen steckt, geht es um viele Ecken. Im heutigen Video schauen wir uns das Quadrat näher an. Das Quadrat ist dafür bekannt, vier Eckpunkte und damit verbunden vier Seiten zu haben. Eine Eigenschaft ist jedoch speziell: Neben den vier Eckpunkten A, B, C und D sind alle Seiten gleich lang und müssen deshalb nicht zwingend verschieden heißen. Deshalb beschriftet man diese häufig mit A und zwar auf allen vier Seiten. Eine sehr spezielle Eigenschaft des Quadrats ist, dass nicht nur alle Seiten gleich lang sind, sondern auch an jedem Eckpunkt ein rechter Winkel aufgespannt wird. Das heißt, hier beim Eckpunkt A befindet sich ein rechter Winkel, aber auch auf der rechten Seite beim Eckpunkt B und dann auch noch bei den Eckpunkten C und D. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass beim Quadrat gegenüberliegende Seiten parallel liegen, hier in Klammer das Zeichen für parallel. Anliegende, also sich berührende Seiten, stehen normal aufeinander, das heißt im rechten Winkel, auch hier in Klammer das Symbol. Und beim Quadrat sind wirklich alle Seiten gleich lang. Beim Quadrat gibt es zwei Diagonalen, eine verläuft vom Eckpunkt A zum Eckpunkt C, die andere von B nach D. Egal welche Diagonale man sich anschaut, beide sind gleich lang, werden mit D bezeichnet und berühren sich hier in der Mitte, so dass sie sich gegenseitig genau bei der Hälfte schneiden. Also dieser Teil hier bis zur Mitte ist sozusagen D halbe. Den Mittelpunkt, also den Schnittpunkt von beiden Diagonalen, kann man auch M nennen oder mit M bezeichnen. Wichtig ist, dass in der Mitte die Diagonalen sich auch im rechten Winkel treffen. Also die spannen auch jeweils einen rechten Winkel auf. Das war's schon mit den speziellen Eigenschaften von Quadraten. Im nächsten Video schauen wir uns die Formeln vom Quadrat genauer an. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.